Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen. Ein Mann zu sein, das heißt leider auch im Schnitt früher zu sterben. Unisex. Ein Tarif für alle. Was so vernünftig klingt und den Versicherungen ab diesem Monat von der EU auferlegt worden ist, wird wohl noch ein großer Aufreger werden. Jetzt ist zwar niemand mehr diskriminiert, dafür wird es für alle, ob Mann oder Frau, teurer werden. Bisher günstiger waren Berufsunfähigkeitsversicherung, private Rentenversicherung, private Krankenversicherung und private Pflegeversicherung. Diese Versicherungen werden mit Einführung der Unisex-Tarife für Männer teurer und für Frauen. Warum das so ist und was sich sonst noch ändert oder bleibt beim Thema Versicherungen in 2013, das weiß Markus Stoffel, unser Experte für Versicherungen vom Versicherer im Raum der Kirchen. Das ist die Sendung Beratung. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben zum Thema Versicherungen 2013. Was kommt, was bleibt, was ändert sich und vor allem, was macht Sinn? Okay, das heißt, alle zahlen 250? Das kann in Einzelfällen so sein. Es kann sogar Fälle geben, wo es noch mehr wird. Also es gibt durchaus auch Tendenzen, dass die Preise über den alten Preisen, über den alten Höchstpreisen lagen. Super. Super Entwicklung. Ich wundere mich, dass ich noch keine aufgeregten Gazetten dazu gelesen habe. Das ist gar nicht so verwunderlich, weil die neuen Preise zum Teil noch gar nicht erkennbar sind. Viele Versicherer haben ihre Preise noch gar nicht auskalkuliert oder belauern sich auch noch so ein bisschen gegenseitig und die neuen Preise sind teilweise gar nicht auf dem Markt. Das ist geheim. Wir reden über geheime Sachen gerade. Ja, geheim würde ich das nicht sagen, sondern ist eine Sache von noch ein paar Tagen. Also dann denke ich mal, ist alles klar erkennbar. Aber es ist halt eine sehr schwierige Berechnung. Auch für die Versicherung ist es unglaublich kompliziert, diese ganze Sache. Und da muss jetzt einfach ein Weg gefunden werden, bis sich das Ganze mal einpendelt. Und das geht nicht so schnell. Glauben Sie, dass die EU das intendiert hatte, das gewollt hat, dass alles noch teurer wird? Naja, die EU war ja jetzt nur diejenige, die dann diesen Erlass verhängt hat. Das Ganze ist ja auf eine Klage einer Einzelperson zurückzuführen gewesen, wo jemand dachte, dass da halt eine Diskriminierung vorliegt. Und da sagt die EU, jawohl, das ist eine Diskriminierung, obwohl in der Vergangenheit die Menschen ja immer gerne eine individuelle Tarifierung haben wollten. Und das führt jetzt dazu, dass man es als Diskriminierung bezeichnet. Und dementsprechend muss es abgeschafft werden. Die EU hat nur gesagt, okay, das ist eine Diskriminierung, also muss ein geschlechtseinheitlicher Tarif geschaffen werden. Okay. Wie der aussieht, interessiert die EU, glaube ich, überhaupt nicht. Okay, so viel zum Thema Unisex. Ich muss seit diesem Januar mehr für meine Autoversicherung bezahlen. Wie das kommt, erklären Sie mir bitte nach der Nachricht. Irgendwas, ein Schlusswort, was wichtig ist für 2013? Immer schön nach vorne schauen, nicht zurück. Wer hat das? Okay, wir gucken zusammen. So I came into you, sweet lady, answering your mystical.